human brain is highly complex and fascinating. The psychologists and neuroscientists at the University of Salzburg have made it their mission to explore the many aspects of our perception and behavior. They have formed a network spanning a number of different disciplines, combining top-level research with excellent education opportunities. Salzburg ist der ideale Ort, um Psychologie zu studieren. Durch unsere individuelle Betreuung haben wir eine der niedrigsten Dropout-Quoten und die höchste Studienzufriedenheit. Wir schaffen es, unseren über 1000 Studierenden eine persönliche, familiäre Atmosphäre zu bieten, wozu auch dieser einzigartige Standort beiträgt. Wir können auf eine Abschlussquote von über 80% verweisen, was im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Darauf sind wir wirklich stolz. The program is extremely popular with students from all over the world. But only the very best are accepted. Graduates can expect excellent career prospects, as the courses are very much practice-oriented, addressing cutting-edge research topics. Bei uns in Salzburg sind wir nicht nur in der Lehre stark, sondern auch in der Forschung. Uns ist wichtig, auch angewandte Forschung dabei zu haben, wie zum Beispiel Essen. Warum fällt es denen ein, so besonders schwer, gesund und ausgewogen zu essen? Und warum können das andere sehr viel besser? Angst- und Traumafolgestörungen sind relativ häufige psychische Störungen in der Bevölkerung. Wir versuchen, diese genau zu verstehen und darauf basierend bessere Therapien zu entwickeln. Dabei interessiert uns auch, was genau im Gehirn vor sich geht, wenn Angstgedächtnis oder ein Traumagedächtnis gebildet wird. Und wir versuchen dann auch, dieses zu verändern. Do babies learn in their sleep? What happens in your brain when playing sports? How do we deal with imaginary and real threats, whether it's in the laboratory or out in the field? The topics addressed by Salzburg's researchers deal with everyday issues that are as varied as their big team. Der Schlaf beschäftigt die Menschen seit jeher, doch in der westlichen Welt schlafen die Menschen leider zu wenig. Das heißt, sie bringen sich um Erholung und Ruhe. In Salzburg beschäftigen wir uns ganz aktuell mit dem Thema der Reizwahrnehmung im Schlaf bzw. dem vorgeburtlichen Lernen und schauen uns an, ob der Stress um die Geburt herum die Entwicklung von Bindung und die Entwicklung von Sprache beeinflussen. Im Rahmen unserer Kooperationsprojekte mit dem Fachbereich für Sport- und Bewegungswissenschaft untersuchen wir sportpsychologische Fragestellungen und aber auch motorisches Umlernen, wo die Versuchspersonen lernen, auf einem verkehrtlenkenden Fahrrad zu fahren. Und was uns dann interessiert, ist die Gehirnaktivität während diesem motorischen Lernen oder Umlernen und die Gehirnaktivität während dem Schlaf. Und wir versuchen dann zu differenzieren zwischen guten und schlechten Performern. In der Sozialpsychologie in Salzburg beschäftigen wir uns mit aktuellen Problemen unserer Zeit, wie zum Beispiel mit der Konfrontation mit dem Klimawandel. Und wir stellen fest, dass Menschen diese Themen als sehr, sehr bedrohlich erleben und sich wie gelähmt fühlen. Und um diese Lähmung zu überwinden, zeigen sie oft Reaktionen, die gar nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben. Wir sind mit sehr, sehr vielen Bedrohungen konfrontiert. Und zu schauen, wie Menschen damit umgehen und wieder handlungsfähig werden, das finden wir als sehr, sehr spannend. Und das erforschen wir mit Leidenschaft. Meine Arbeitsgruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit Hormonen, die ja in der Psychologie häufig vernachlässigt werden. Hormone, das sind Botenstoffe in unserem Körper, die unser Verhalten steuern. Und um ein Verhalten steuern zu können, muss ich das Gehirn beeinflussen. Und dazu verwenden wir alle bildgebenden Verfahren, die uns hier in Salzburg zur Verfügung stehen, nämlich das MRT, das MEG oder auch das EEG. In order to foster interdisciplinary research, the Department of Psychology is supplemented by the Center for Cognitive Neuroscience, which cooperates closely with other fields of research at the University of Salzburg and the Salzburg Province Hospital. Wir sind ein Zusammenschluss von renommierten Wissenschaftlerinnen aus den Bereichen Psychologie, Neurologie, Biologie und Linguistik. Das Center for Cognitive Neuroscience bietet den Zugang zu einer Forschungsinfrastruktur, die einzigartig in Österreich und international konkurrenzfähig ist. Hier in unserem Brain Imaging Center an der Christian-Doppler-Klinik verwenden wir das MRT, um mit millimetergenauer Präzision die Struktur und die Funktion des Gehirns zu untersuchen, aber auch die Verknüpfung und das Zusammenspiel zwischen Gehirnregionen. Und in der engen und guten Zusammenarbeit mit den Ärzten der Christian-Doppler-Klinik verwenden wir dieses Wissen, um besser zu verstehen, wie diese Strukturen der Aufbau des Gehirns mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen in Zusammenhang stehen. Wenn wir zusammen diesen Film anschauen,
dann verarbeitet unser Gehirn eine Unmenge an elektrischen Signalen, die auf unser Gehirn einströmen. Und damit meine ich, Sinn und Bedeutung zu extrahieren. Und das alles passiert in wenigen Hunderten von Millisekunden. Die Gehirnnetzwerke, die diesen erstaunlichen mentalen Leistungen unterliegen, kann man mit dem MEG untersuchen. This high-quality, international environment is the perfect breeding ground for top-level research. And Salzburg's researchers and scientists have plenty more ideas that are sure to keep them right where they are, at the cutting edge of science.